Ja, willkommen zurück aus der Händewaschpause. Bei uns geben sich die Gäste die Klinke in die Hand, aber natürlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern im übertragenen Sinne. Wir achten hier auch sehr darauf, dass wir die räumliche Distanz auch ein bisschen wahren im Interesse der aktuellen Situation. Maske haben wir keine. Ich schwitze noch ein bisschen vom Sportprogramm, aber das macht nichts. Das gehört auch mit dazu, dass wir hier mit wenig Leuten sind, aber dafür mit einem tollen neuen Gast. Pierre ist bei mir. Jaravan, spricht man deinen Nachnamen so aus? Im Libanon würde man ihn so aussprechen, in Deutschland sagen wir einfach Jaravan. Aber du kommst ja nicht, also du bist ja nicht gebürtiger Deutscher, richtig? Sondern du hast Wurzeln im Libanon? Ja, genau. Und ich glaube, deine Mama ist Deutsche? Oder die wie ist Deutsche, da? Erzähl ja. mal da über dich. Also du, ja. Bist du da geboren, aufgewachsen? Geboren bin ich in Jordanien sogar. In also, Jordanien? Das ist ein bisschen komplizierter bei uns. Ja. Meine Mutter ist Deutsche, die hat meinen Vater in den 70er Jahren im Libanon kennengelernt. Ach, okay. Da war Bürgerkrieg zu der Zeit, ja. Aber dort, wo sie gearbeitet haben, nicht. Und der wurde dann aber immer komplizierter, sodass sie 82 das Land verlassen haben. Sind aber zuerst nach Saudi-Arabien und Jordanien. Das heißt, ich bin dann sozusagen auf dem Weg nach Deutschland, über den Umweg nach Deutschland geboren. Und dann sind wir aber, als ich drei war, hergekommen. Oh, du hast ja ganz, ganz spannende Wurzeln. Und du bist ja auch, was ich so über dich rausgefunden habe, ein durchaus spannender Mensch. Du bist Autor, Bühnenliterat, Poetry Slams machst du auch. Hast an vielen Wettbewerben auch schon teilgenommen, Preise gewonnen. Wie hat es dich zu dieser Wortkunst denn hingetrieben in die Richtung? Also die Slam-Geschichte war eher Zufall, tatsächlich, ja. Das war, also ich schreibe ja schon ganz lange, aber den ersten Poetry Slam habe ich besucht, als ich 20 war, also schon eine Weile her. Wie alt bist du denn? 34. Ach. Also ja, 14 Jahre. Knackig jung, alles gut. Ja, das hat irgendwie Spaß gemacht, bin dabei geblieben und habe dann eine Weile davon gelebt. Okay. Das heißt, du musst dann halt viel auftreten, Workshops geben, selbst veranstalten und inzwischen schreibe ich nur noch und das trete gar nicht mehr bei Slams auf, aber ich moderiere noch in München den ISA Slam im Ampere. Also den moderiere ich noch jeden Monat, aber ansonsten bin ich nicht mehr wirklich Slam-Poet. Also nicht mehr der schreibenden Zunft, genau. Verschrieben im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Also ich meine, auch Slam-Poetry ist ja eine schreibende Kunst, aber sie geht eben einher mit der auftretenden Kunst. Mit genau, der Performance. Also, genau, ja. Worauf kommt es denn da eigentlich an bei Poetry Slams? Also ich stelle mir das schon sehr, sehr schwierig vor, weil du musst ja auf der einen Seite genau das, was du sagst, du schreibst es dir ja erstmal auf, aber dann musst du es ja auch entsprechend transportieren können, oder? Sonst bringt es ja nichts. Genau, im Idealfall kannst du beides. Also manche können sehr gut schreiben, aber dann vielleicht nicht, also tun sich ein bisschen schwer auf der Bühne oder am Mikrofon. Manche schreiben nicht besonders gut, aber performen umso selbstbewusster. Das hält sich so die Waage. Also im Idealfall kannst du beides. Aber ansonsten gibt es da keine Regeln, was so ein Text können muss. Der muss nur selbst geschrieben sein, nicht länger als 6 Minuten sein und ohne Requisiten vorgetragen werden. Ansonsten kannst du machen und schreiben, worüber du möchtest und beim ISA-Slam ganz genauso. Kannst du dich erinnern, wie es bei deinem ersten Auftritt war, was da so in dir los war? Ja, es war schlimm. Ich habe so einen Stuhl gebraucht, nicht zu zittern. Also die Beine haben total gezittert und die Hände mit dem Blatt zum Ablesen. Und zwar die Hölle, ja. Aber natürlich, so fängt es an und es wird dann halt immer besser und irgendwann ist es halt völlig egal, wie viele Leute da sitzen. Also da bist dann nur noch du mit deiner Kunst und du hast ja auch so ein Buch hingestellt, du hast gesagt, du schreibst. Was hat dich zum Schreiben gebracht und was für eine Art an Literatur machst du, stellst du ja? Zum Schreiben gebracht ist schwer zu sagen. Es ist nicht so, dass du irgendwann eines Nachts aufwachst beim Gewitter und dann denkst du plötzlich, oh, vielleicht sollte ich Autor werden, sondern ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Das fing, glaube ich, übers Lesen bei mir an. Also ich habe einfach viel vorgelesen bekommen und dadurch irgendwie Zugang zu Geschichten erhalten und durch das Interesse an Büchern, das Lesen wollen, irgendwann so eine Nähe dazu entwickelt und eine Affinität. Also ich glaube, das ist was sich entwickelt und gibt gar nicht so an einen Grund festzumachen. Und heute, ja, schreibe ich Romane, genau, das ist der zweite. Und zu einem blöderen Timing hätte man den kaum veröffentlichen können. Ach, wobei, jetzt kommen die Leute wieder zur inneren Einkehr, da ist Lesen ja auch gefragt. Ja. Worum ging es denn so in deinem ersten Roman? Lass uns da mal anfangen. Ja. Was sind so die Themen? Ja. Weil es gibt zum Beispiel Krimi-Autoren, weiß ich, die haben ja dann zum Beispiel eine Figur, die sie erfinden. Mhm. Und die führen die dann manchmal fort zum Beispiel. Was sind deine Romane? Ist immer was anderes? Es sind zwei unterschiedliche Romane, die nichts miteinander zu tun haben, aber beide spielen im Libanon. Ach, okay. Also da arbeitest du deine Vergangenheit so ein bisschen oder deine Herkunft, deine Wurzeln. Ja, also ich arbeite mit dem Land auf jeden Fall, weil es auch ein total spannendes Land ist. Also das erste Buch, Am Ende bleiben die Zedern,
Heißt das, das erzählt so die Geschichte, spielt in Deutschland und im Libanon. Das Spiel erzählt die Geschichte von einem jungen Mann, der in Deutschland geboren wird und aufwächst. Und als er 8 Jahre alt ist, verschwindet sein Vater spurlos. Und 20 Jahre später geht er in den Libanon, um ihn zu suchen oder herauszufinden, was dieses Verschwinden vor 20 Jahren verursacht hat. Und das ist so. Und während man eben ihm so durch den Libanon folgt, erfährt man eben auch viel über die Geschichte des Landes und des Nahen Ostens. Und es ist so eine Reise. Ja, genau. Also schon spannend, weil es ja dieses Rätsel gibt. Und also es ist jetzt aber kein klassischer Krimi, kein klassischer Thriller. Es ist natürlich eine Familiengeschichte, die einfach Spannungselemente hat. Es ist, also schöne Belletristik. Genau, Belletristik, ja. Und da fällt dieses Buch dann eben auch rein, nur dass es deutlich politischer ist. Das hier jetzt. Genau, ein Lied für die Vermissten. Da kann man ja jetzt viel rein interpretieren, ne? Hat es einen speziellen Hintergrund, warum du diesen Titel gewählt hast? Genau, also das Buch stellt eben die Menschen in den Mittelpunkt, die im Libanon vor 30 Jahren verschwunden sind und bis heute verschwunden bleiben tatsächlich. Also in diesem Land gibt es 17.000 Vermisste. Heißt das, das ist noch aus Zeiten des Bürgerkrieges? Da bist du mit Sicherheit historisch sehr, sehr gut bewandert. Ja. Wie genau muss man sich dieses Setting da damals vorstellen? Der Bürgerkrieg ging von 75 bis 90. War hochkompliziert, weil es nicht nur zwei Parteien waren, die sich da bekämpft haben, sondern ganz, ganz viele Gruppierungen. Der Libanon ist ein Land, in dem es 18 Religionsgemeinschaften gibt, die alle gleichberechtigt sind. Es gibt da nicht die eine Staatsreligion, sondern von diesen 18 sind 12 christlich und dann Muslime und Sunniten, Schiiten gibt es ja da, dann gibt es Drusen und Alawiten, also es ist eine riesen Gemengelage. Ganz, ganz große. Und alle waren irgendwie bei dem Bürgerkrieg beteiligt, und weil das einfach so chaotisch war und es gar keine staatlichen Strukturen zum Teil mehr gab, ja, war das so, dass es eben sehr viele Zivilisten auf offener Straße einfach entführt wurden und verschwanden. Und das ging dann eben so über 15 Jahre, sodass die Summe der bis heute fehlenden Menschen 17.000 beträgt. Und es ist einfach ein nationales, beziehungsweise es ist kein nationales Trauma, das wäre falsch zu sagen. Es ist ein Trauma, es ist eine Lücke im kollektiven Gedächtnis, aber es ist keine nationale Angelegenheit, sondern es wird verdrängt, es wird eben nicht aufgearbeitet. Also ein bisschen unter den Teppich gekehrt, man will sich damit nicht befassen? Genau, man will sich damit nicht befassen, weil die Schuldigen zum Teil noch in der Regierung sitzen. Okay. Genau, also das ist... Das ist also auch politisch motiviert, dieses Verdrängen, dieses Nicht-Aufarbeiten-Wollen, dieses Unterdrücken von Aufarbeitungsbestrebungen. Also vermisste Menschen gibt es ja in fast allen Ländern, in denen es bewaffnete Konflikte gibt oder gab. Man kennt die Vermissten in Argentinien, Los Desaparecidos zum Beispiel. Da gibt es Literatur, Filme, viel dazu. Ja. Das wurde schon, es gab Bestrebungen, das aufzuarbeiten. Und deswegen ist das auch in der Kunst, seinen Weg in die Kunst gefunden. Aber im Libanon eben nicht. Im Libanon ist tatsächlich das einzige Land bisher weltweit, in dem es keine Bestrebungen gab, das aufzuarbeiten. Ja. Jetzt ist es ja so, ich lese sehr gerne, aber man hat ja manchmal so ein romantisches Bild davon, wie so ein Schriftsteller an die Sache rangeht. Schreibmaschine auf dem Berghüttchen mit Blick in die Alpen und tok, tok, tok. So ist es wahrscheinlich der Alltag nicht zwingend. Und wie viel Arbeit steckt da drin? Weil wenn du so ein Thema aufgreifst, dann muss man ja schon auch sicher sehr, sehr gut recherchieren, also um die Geschichte zu erzählen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da solltest du besser keine Recherchefehler machen, weil es eben so ein politisches Thema ist. Also geschrieben habe ich daran 3,5 Jahre tatsächlich. Ach, krass. Und Recherche waren fast 2 Jahre, also wobei ich da noch für andere Themen mit recherchiert habe, für das erste Buch auch schon. Das hat aber wie läuft es dann ab? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du so einen Roman schreibst, dann gibt es da sehr viele Menschen, die finden es überhaupt nicht gut, dass jemand sich mit diesem Thema befasst. Genau. Auf was für Grenzen stößt man da als Autor? Bei der Recherche noch nicht allzu sehr. Aber jetzt möglicherweise nach der Veröffentlichung. Das heißt, also gut, es ist, das erste Buch ist in mehrere Sprachen übersetzt worden. Es ist im Libanon, kann es gelesen werden, weil es auf Englisch und Französisch erschienen ist. Das heißt, also es ist nicht nur hier publiziert, sondern international Markt. Publiziert, genau. Ja. Also hatte da sehr viel Glück auch. Das ist nicht ganz so üblich für ein Debüt. Also großes Glück gehabt, dass, ja. Hier ist Holz. Genau, klopfen wir drauf. also Glück gehabt, und dort wird es gelesen. Aber das, wie ich sagte, das ist viel politischer, und das wird dort jetzt noch, kann noch nicht gelesen werden, weil die Übersetzungen jetzt erst anrollen, genau. Aber wenn, also es ist möglich, dass mir das da Probleme machen wird. Aber jetzt mal nur für die Recherche, das geht so, dass ich dann eben viel lese erstmal.
mit Leuten spreche. Das heißt, ich bin in den Libanon gereist natürlich, ich habe mit Menschen gesprochen. Ich habe mit zum Beispiel Menschen vom Roten Kreuz gesprochen, die diese Angehörigen der Vermissten betreuen. Okay. Bis heute, ich habe... Also da gibt es schon auch so Organisationen, die sich genau. Also die sind natürlich dann, wie du am Namen hörst, Internationales Rotes Kreuz oder Amnesty International, die kommen dann eben von außen die bemühen sich dann eben um, also auch Anwälte und so, also da gibt es auch... Wie sind Angehörige von Vermissten mit dir umgegangen, als du diese Fragen gestellt hast? War das positiv oder negativ? Ich habe eben nicht mit diesen Menschen direkt gesprochen, sondern mit den Menschen vom Roten Kreuz, die sie betreuen. Genau, weil auch in diesem Roman ich erzähle jetzt nicht von einer Figur, die Angehörige ist direkt, sondern ich erzähle durch einen Außenstehenden über dieses Thema. Aber ja, es ist natürlich, du musst dir das halt so vorstellen, wenn du, also dein Sohn oder dein Mann verlässt das Haus eines Tages und er kommt einfach nicht mehr zurück. Er sagt, ich bin in 5 Minuten wieder da. Was in Wahrheit passiert ist, er wird irgendwo ins Auto geführt, kommt eine Straßensperre oder einfach Pech und wird entführt auf einer Straße, kommt eben nicht mehr zurück. Und diese Menschen glauben natürlich auch nicht, solange sie keinen Beweis haben, dass diese Menschen gestorben sind. Wollen sie es nicht glauben. Genau. Ich meine, das ist ja das auch was, ein Schicksal, das mit Sicherheit, also ich weiß noch aus meiner Elterngeneration, mein Großvater beispielsweise, Krieg vermisst. Ja. Bis heute. Genau. Das ist für die Angehörigen eine Belastung, wenn das nicht Das ist ja, man kann das als lebenslange Folter tatsächlich beschreiben. Und das ist, geht ja dann so weit, so wenn das Telefon klingelt, ja, selbst nach 20 Jahren noch, dann denkst du jetzt ruft er an, oder wenn es an der Tür klopft, denkst du jedes Mal, jetzt kommt er oder sie zurück, und das ist halt eine Dauerbelastung im Grunde und eben ein Trauma, das nicht aufhört. Es gibt ja im Libanon auch ein Amnestiegesetz, das heißt, das wurde nach dem Bürgerkrieg erlassen und besagt, dass alle Verbrechen, die im Bürgerkrieg begangen wurden, damit nicht mehr rechtlich verfolgt werden können. Ganz genau. Aber Anwälte argumentieren, dass ein Verschwinden lassen einer Person niemals verjährendes Verbrechen ist und eine niemals endende Folter, ne? Und dass sie darum strafrechtlich relevant sind, weil die fehlen ja noch immer. Also jetzt, um ganz blöd Big Bang Theory heranzuzitieren, da gibt es ja diese Metapher von Schrödingers Katze, die Katze in der Schachtel. Solange die Katze die Schachtel nicht geöffnet ist, ist die Katze tot als auch lebendig. So kann man es beschreiben. Weil dieser Zustand, bis man die Entdeckung gemacht hat, bis man es aufgedeckt hat, verzeih mir jetzt diesen lapidaren Vergleich, aber es ist ja wahrscheinlich auch so, ne? Genau, also es ist eben dieses weder tot noch am Leben. Also genau, man kann dieser Schwebezustand ist natürlich für die Angehörigen eine ganz, ganz schlimme Sache. So, jetzt hast du gesagt, du hast ganz viel recherchiert. Wie entsteht dann so ein Buch? Musst du da sehr viel Disziplin mitbringen oder musst du da den kreativen Prozess auch laufen lassen? Beides. Also es ist so, dass ich dann eben schon mich um Struktur bemühe. Ich bin ja selbstständig, das heißt, ich arbeite zu Hause. Ich habe zwar ein Büro zu Hause, das hilft schon mal, weil ich dann eben, es hilft auch jetzt in so einer Situation. Ja, alle da draußen, ne? Ganz genau. Also wenn, die Homeoffice haben. Ja, also ich kenne es ja gar nicht anders. Das heißt, für mich ist es gar nicht so was Neues, aber als jemand, der das eben kennt, weiß ich, wie wichtig Routine jetzt gerade für alle anderen auch ist. Also, wenn es euch irgendwie hilft, bemüht euch. Was hast du denn für Tipps? Wende ich gern an die Leute, oder da ist, glaube ich, deine Kamera. Ja, wenn du da Tipps hast, also vom Experten, der von zu Hause aus arbeitet, nehmen wir, glaube ich, in der Sekunde gerne an. Ja, also ich glaube, der wichtigste Tipp ist wirklich Routine. Der Tag braucht einen Anfang und ein Ende. Also das verleitet dazu, morgens erstmal die Jogginghose anzuziehen, dann erst gegen Nachmittag zu duschen. Man sieht, wird ja nicht gesehen und trotzdem bearbeitet man irgendwie mit Kollegen E-Mails. Kann man genauso machen, aber ich glaube langfristig, wer weiß, wie lange uns das jetzt blüht, ist es wirklich gut, so zu tun, als würde man in die Arbeit gehen. Es gibt ja so Anekdoten von Schriftstellern von früher, der Flaubert hat, glaube ich, immer seinen Anzug angezogen und einen Koffer gepackt und ist dann einmal um den Block gelaufen. Und um wieder so das Gefühl zu haben, genau, wieder okay, Blocklaufen ist natürlich jetzt, schwierig, heute genau, auch aber ich glaube, Routine ist sicherlich das A und O, also sich wirklich morgens fertig machen, als würde man in die Arbeit gehen. Ja. Wenn eure Wohnung es irgendwie zulässt, trennt Arbeit und privaten Raum, geht nicht mit dem Laptop auf die Couch, sondern sucht euch irgendwie, sagt irgendwie, das ist jetzt mein Arbeitsplatz für diese Wochen, in die das dauert, und wenn ich diesen Raum verlasse, ist der Rest der Wohnung privat. Also das irgendwie, das ist einfach, das macht was mit dem Kopf, aber es ist natürlich trotzdem eine Umstellung.
Aber das mit Sicherheit, aber ich glaube, wir sind alle für jeden Tipp da irgendwie dankbar. Also das hilft mir, jeder ist wahrscheinlich auch anders. Wenn es dir hilft, dann vielleicht der eine oder andere fühlt sich dadurch motiviert, das auch genauso auszuprobieren. Ja. Jetzt, dieses Buch ist neu erschienen. Ja. Wärst du auch in Leipzig auf der Buchmesse gewesen? Genau, oder? Also ich wäre auf riesiger Lesereise jetzt erstmal. Das wäre über 40 Lesungen. Hättest du gehabt? Genau, also da viele sind abgesagt erstmal. Darf ich dich an der Stelle einfach ganz kurz fragen und bitten, ob du nicht ein paar Zeilen aus deinem Buch vorlesen möchtest? Ja, können wir gerne machen. Dann nutzen wir doch jetzt kurz den Raum und sprechen vielleicht nachher gerne gleich noch einen Takt drüber. Ja. Das hier wäre dann deine Kamera und du kannst einfach lesen, so viel du Lust hast, weil dann haben die Leute vielleicht auch so ein bisschen eine Idee, mit was sie es in deinem Buch zu tun haben und können da gerne Dann mache ich folgen. Gerne. Dann ich steige einfach mit dem ersten. Was du willst. Mit den ersten Seiten ein. Das ist dein Werk. Genau. Ja, ich steige mit den ersten Seiten ein, weil die so eine Stimmung erzeugen, die dann vielleicht repräsentativ. Sehr, sehr gerne, wie du möchtest. Dauert ungefähr 5 Minuten. Du darfst so, deine Bühne, dafür sind wir hier. Okay. Es beginnt mit einem persischen Satz. Und der heißt Yeki Bud, Yeki Nabud. Die Besten. Die ältesten Geschichten der Welt beginnen seit jeher auf diese Weise. Es war so und es war nicht so. Ein einzelner persischer Satz aus einer ganzen Schatzkiste persischer Sätze, aber dieser ist das Fundament, die Triebfeder jedes Geschichtenerzählens, der Beginn jedes Märchens. Jemand war dort und jemand war nicht dort. Es gab einmal eine Zeit und es gab keine Zeit. Yeki Bud, Yeki Nabud. Deine Fantasie ist ein windschiefes Haus oder ein geheimer Thronsaal. Höre, wie es schwirrt vor Botschaften und Bildern. Sieh dich um, atme ein. Harz durchwirkte Luft und Olivenhaine. Etwas im Duft dieses Augenblicks fordert dich auf. Habibi, ja Albi, schließe die Augen und denke an eine weiße Stadt. Die Stadt der Brunnen und des weichen Lichts, die Orchidee des Mittelmeers. Schließe die Augen und denke an Beirut. Denn es war so und es war nicht so, wie die Alten es erzählen, das Beirut von damals. Sie erinnern sich gut. Das Beirut vor dem Krieg, Habibi, ja Aini, das waren die Sonne, die Freiheit und die Lebenslust. Und die Sommernächte in Pepe Abets Taverne direkt am Meer, wo der Hummer die schönste Farbe hatte und nachts die Yachten verteut auf den Wellen wogten, das Saint-Tropez der Levante. Von den Decken der Familien am Strand stieg das ganze Jahr über der warme Geruch der Metze auf, die man bei Abu Naim in der Rue du Rafour kaufte, wo es auch Dattelkekse für die Kleinen gab, die sie am Meer auf den Felsen verspeisten. Unter ihnen Schatten auf der azurblauen See, die Flieger der Middle East Airlines im Tiefflug, die immer neue Touristen brachten ins Paris des Nahen Ostens. Das alte Beirut, das war das Licht, das morgens über die Berge kam, um die Stadt mit allen Farben zu übergießen. Oder nachts das schummrige Leuchten in den Jazzbars und Clubs, wo sich das Licht der Scheinwerfer in ihrem Bauchtanzschmuck fing, wenn Jamila Omar tanzte und sang. Dort in der Gegend, nur einen Steinwurf entfernt, stand das altehrwürdige St. George Hotel, in dem schwere Teppiche die Gerüchte dämpften und Geheimnisse bewahrten, die Spione am Tresen flüsterten. Zwielichtige Figuren auf dem Schachbrett der Stadt. Beirut, das waren die Straßenhunde, die durch die Gassen streiften, und manchmal brachte Maurice, der junge Kellner aus Mar Elias, ihnen marinierte Hühnerleber mit, die er heimlich in der Küche stahl. Denn Beirut, das war Überfluss, das war Nächstenliebe und Rücksicht, wenn die halbe Stadt sich zum Freitagsgebet in den Moscheen leerte und etwas später wieder füllte, während nun die Klänge der Kirchenglocken aus dem Osten herüberschallten, die Christen zum Abendgottesdienst luden. Das Beirut vor dem Krieg, das waren die Klänge der Stadt. Stadt der Lieder und Melodien. Passanten sangen, der Muezzin sang und die Nonnen in den Kirchen sangen mit den Gemeinden. Es gab das Rufen der Geldwechsler am Place des Martyrs, das Lachen der Verliebten an der Corniche, das Schachern der Händler auf dem Souk rund um den Glockenturm am Place de l'Étoile und das Gemurmel von Ahmed Aziz, dem Schuhputzer vor dem Moonlight Hotel, der Marlon Brando und Brigitte Bardot einen angenehmen Tag wünschte, in dieser flirrenden, bunt gemischten Stadt, in der der armenische Juwelier mit dem maronitischen Schneider und dem schiitischen Obsthändler Dame spielte, in den Vorhallen Cafés der Basare, wo man sich eine Pfeife teilte und nach der Gesundheit der Familie fragte, aber nie nach der Religion. Denn die Feste,
Die feierte man gemeinsam und eine Stadt, die viele Religionen kennt, kennt viele Feiertage. Beirut, das waren die Lieder von Dikra Nacharian, dem lauten Spüler an der Rue Manot, der unter den Spitzbogenfenstern seine Lieder sang, die die Frauen in den Zimmern erröten ließen. Und es war das ständige Gemurre von Hussein Badir, dem Souvenirverkäufer an der Rue Hamra, dem der zurückgehende Absatz seiner Sorgenkettchen Sorgen machte, weil die Leute sich einfach zu wenig sorgten. Es gibt das Erzählen und es gibt das Schweigen und es gibt das Fragen dazwischen. Was war mit dem Misstrauen, mit den Ängsten, mit den Zweifeln? Wie konnte das, was später kam, passieren und warum? Doch wo Antworten sein sollten, stößt du nur auf Schweigen, Sand und Wüste. Die Geografiebücher sagen, der Libanon ist das einzige arabische Land ohne Wüste. Aber das stimmt nicht. Die Wüste ist überall. Und in ihr gibt es kein Erinnern, das sich in Sprache fassen lässt, keine Sprache für das Erinnerte. Das Schweigen, nach dem du fragst, ist tiefer als Stille, weil Stille nie wirklich alles verschluckt. Selbst im kleinsten Raum bleiben das Ticken einer Uhr oder das Brummen des Kühlschranks. Dazu draußen vor dem Fenster gedämpfter Rummel, alltägliches Leben. Ruhe, Lautlosigkeit, Stille, es gäbe viele falsche Wörter. Das Schweigen aber ist anders. Es dehnt sich über jeden Horizont und frisst, was es berührt, und jede Gewissheit, die du zu finden gehofft hast, stiehlt sich davon wie ein behandschuhter Dieb. Schon die Erzähler früherer Tage in den Cafés und auf den öffentlichen Plätzen von Isfahan, Kairo, Damaskus und Beirut wussten, dass in der Wüste mehr ist als Leere. Dass sich unter dem Sand ganze Städte befinden, Zivilisationen, die irgendwann versunken sind. Schon ein Sandkorn genügt. Das sagte mir, als ich noch ein Kind war, einer der alten Meister. Wir waren von einem Sturm überrascht worden und hatten die Nacht im Haus eines Fremden verbracht. Schon ein Sandkorn genügt, um eine große Geschichte daraus zu machen. Wow. So fängt es an. Ja. Also ich bin jetzt gerade in Gedanken in Beirut ja. Und stelle mir das alles vor. War das so eine Stadt, bevor es zu diesem Bürgerkrieg gekommen ist? Ja, ganz genau. Also man nennt Beirut heute teilweise noch das Paris des Nahen Ostens, aber okay. Den Ruf verdankt es den 60er Jahren, also der Zeit vor dem Bürgerkrieg. Ah, du schreibst ja Brigitte Bardot, ja, ganz genau. Wilson, Marlon Brando. Ja, genau. Also Hollywood hat sich da blicken lassen und das war wirklich die goldene Zeit. Das klingt ja wie so ein Sehnsuchtsort. Ja, genau. Natürlich auch ganz bewusst, um den Bruch nachher zu verstärken. Das heißt, so rückblickend diese Romantisierung, die wir jetzt über die Vergangenheit anstellen, damals das tolle Beirut und auch da war nicht alles perfekt, das ist auch klar. Wie überall, ganz wie genau. Menschen am Werk sind. Ganz genau, aber es war natürlich trotzdem so, es hatte so Glanz und Gloria und das wird heute noch besungen eben und heraufbeschworen. Und dann eben dieser Bruch, ja, dieses Schweigen, also dieses, im Grunde ist dieses Es war so und es war nicht so sinnbildlich. Das Thema genau, dieses ganzen Buches. Ganz genau. Wie schaffst du es dann, weil das ist ja schon, auch schließt du da selber manchmal die Augen und überlegst dir, wie schaffe ich es bei den Leuten genau diese Bilder herzustellen? Ja, natürlich, klar. Also das Buch hat 460 Seiten, aber ich habe während des Schreibens 300 Seiten. 460 Seiten, ein Lied für die Vermissten. Genau. Aber ich habe während des Schreibens 300 Seiten gelöscht. So. Ach. Also das ist nicht so, dass du halt anfängst und dann navigierst du dich durch und am Ende kommst du genau dahin, wo du raus wolltest, sondern es ist unglaublich viel Ausprobieren, es ist unglaublich viel verwerfen und merken, dass es nicht funktioniert. Ist es dir schon mal passiert, dass du eine Seite gelöscht hast und dahinter gedacht hast, nein? Zum Glück nicht, da bin ich ganz gut diszipliniert, weil selbst das, was ich lösche, kommt in einen Ausschussordner. Okay, also du killst es nicht gleich komplett. Ich kill's nicht endgültig, weil das ist dann am Ende auch wie so ein Steinbruch. Also du schmeißt vielleicht 300 Seiten raus, aber trotzdem sind da Sätze drin oder Bilder, wo du denkst, das eine kann ich schon noch verwenden. Ja, also das ist schon ganz... Ich kann mich erinnern, unzählige Seminararbeiten musste ich schreiben damals. Und das Allerschlimmste war natürlich, wenn du dachtest, du hast eine geile Formulierung und dann war das irgendwie gelöscht und du hast dich daran aufgehangen, ach, wie habe ich das gesagt, ich krieg's nicht mehr hin. Ja. Das ist ja sehr frustrierend. Das ist total frustrierend. Ich meine, es ist auch frustrierend, einen Monat lang 50 oder 60 Seiten zu schreiben und dann zu merken, das ist irgendwie schön, das klingt gut, aber es gehört nicht in dieses Buch und dann musst du es rausnehmen und dann gehst du wieder zurück, wo du vor einem Monat warst. Also auch das ist
Ja, es ist nicht so, wie man sich oft vorstellt, das Schreiben eines Romans. Ich bleibe da dieses Romantische. Ja, genau. Also ich gehe jetzt nicht so durch den englischen Garten und fütter die Enten und dann gehe ich zurück und weiß, wie ich das Buch zu schreiben habe, sondern es ist wirklich teilweise... Disziplin wahrscheinlich, die man braucht, Disziplin oder? Disziplin und es ist auch unglaublich schwer zu erklären, weil natürlich... Du, wenn es leicht wäre, könnte es jeder, ne? Also das... Ja, genau. Dafür, also ich kenne eben ganz andere Sachen, einfach ganz schlecht, ja. Was zum Beispiel? Tanzen zum Beispiel, so, okay. So wie ihr gerade. Das kann ich zum Beispiel überhaupt aber du nicht. Weißt ja jetzt, du kannst im Internet nachschauen, ja, stimmt, und kannst dir Unterricht geben lassen. Ja, oder einfach, also auch Dinge, die mit Vorstellungskraft zu tun haben. So, wir haben kürzlich mal unsere ganze Wohnung neu gemacht, also die ganzen IKEA-Möbel, die wir so hatten, mal raus und irgendwie... Das wollten wir das alles ein bisschen erwachsener einrichten. Und wir wissen, wenn wir im Laden was sehen, zum Beispiel ganz genau, was uns gefällt. Ja. Aber es sieht wir dann, ist wahrscheinlich du und... Meine Frau, genau. Ja. Das heißt, wir gehen in den Laden und sagen, okay, das gefällt uns irgendwie. Und dann passt das aber trotzdem einfach nicht in die Wohnung. Ja? Das heißt, wir haben uns dann jemanden geholt und gebeten, also uns Hilfe zu geben tatsächlich. Also wie würdest du diesen Raum einrichten? So, und so ist es dann wahrscheinlich mit deinen Büchern. Ganz ne? genau. Und die kam dann eben und meinte so, also wir haben einen Schrank behalten und die fing erst, weil sie meinte, warum stellst du den Schrank nicht von da nach da? Und ich dachte so, wie kommst du darauf? Ja, also wie kommt man auf solche Ideen? Und dabei ist es, und das hat den ganzen Raum verändert, sieht super aus. Aber ich bin seit 6 Jahren in diesem Raum. Und es wäre mir im Traum nicht eingefallen, diesen Schrank von A nach B zu stellen. Und na, also, so, sie richtet Räume ein, weil sie diese Vorstellungskraft hat, sich einen leeren Raum möbliert vorzustellen und vorzustellen, wie sieht das aus. Und das kann ich zum Beispiel gar nicht. Aber du kannst leere Seiten. Ganz genau, und das kann sie vielleicht. Ja, ganz genau. Also es ist dann wirklich vielleicht einfach, es bringt dich an den Punkt, dass du sagst, ich schreibe jetzt ein Buch, weil du vielleicht spürst, du kannst es. Oder es ist einfach, es baut sich irgendwie über Jahre auf und. Es klingt sehr, sehr spannend und nachdem ja jetzt sehr viele Menschen sehr viel Zeit haben, kann man den Leuten nicht oft genug einfach ans Herz legen, vielleicht auch mal wieder ein ganz normales Buch aus dem Regal zu ziehen, beziehungsweise gibt es es auch als E-Book? Es gibt es als E-Book, es gibt es auch als Hörbuch. Weil wir wollen ja weiterhin, müssen wir ja auch immer wieder, auch wenn es schön ist, mal ganz kurz träumen zu gehen, immer wieder darauf hinweisen, wir sind in einer sehr herausfordernden Zeit, die es halt einfach auch heißt, dass man nicht jetzt einfach mal aus Spaß an der Freude in den Laden geht. Aber da sind ja E-Books auch Gott sei Dank eine Möglichkeit, trotzdem an Literatur teilzuhaben. Tauscht ihr euch eigentlich als Autoren untereinander im Moment so ein bisschen aus? Gibt es da ein Netzwerk, wie mit der Krise umzugehen ist? Was macht ihr da? Also klar, spreche ich mit Kollegen. Ich möchte ganz kurz, alles, was du gesagt hast, war richtig. Ich würde es gerne erweitern. Bitte. Nämlich auch viele Buchhändler, die jetzt trotzdem ihre Läden schließen, bei ihnen kann man noch bestellen und die bringen es. Oft nach Hause, also das ist so... Dann lieber das den Einzelhandel genau, noch fördern. Also wenn das irgendwie geht, also klar, wenn ihr gerne E-Books lest, lest E-Books, aber bevor ihr es bei Amazon bestellt, bestellt es doch am besten beim kleinen Buchhändler um die Ecke, der bringt es euch persönlich vorbei. Ja, ist ein schöner Tipp, schöner Hinweis, genau, wenn das noch funktioniert. Genau, die kämpfen jetzt natürlich extrem, also so durch diese Ladenschließungen, denen bricht ja der komplette Umsatz weg und die kämpfen ja sowieso schon. Das heißt, wenn irgendwie die Möglichkeit geht, dann bestellt beim... Ja, dann macht euch doch schlau. Ihr habt ja jetzt sicher Zeit, genau zu gucken, wo ihr kauft. Ich glaube, das kann man allgemein für andere Sachen auch sagen, dass man vielleicht schon auch schaut, kann man den Händler um die Ecke trotzdem noch weiter mit seinem Geld unterstützen. Die sind da kreativ geworden und haben gesagt, okay, wenn die Leute nicht zu uns kommen können, gehen wir zu den Leuten. Also da siehst du manchmal durch die Stadt. Ja, das ist schön. Genau, das wird sich jetzt durch die Ausgangssperre vielleicht auch wieder verändern. Wobei, vielleicht dürfen das weiterhin... Aber die haben ja dann eine Arbeit. Das ist ja Arbeit, genau. Weil das muss man ja an der Stelle nochmal ganz klar hervorheben, dass die Ausgangsbeschränkungen da sind. Allerdings diejenigen, die einen triftigen Grund haben, das heißt, weil sie Dienste verrichten, die Post, Krankenschwestern, Müllabfuhr, wir können es gar nicht genug hervorheben, wie viel Dank diesen Leuten gebührt, die das alles im Moment aufrechterhalten, die werden dann wahrscheinlich auch liefern dürfen. Ne? Ja, ganz genau. Also das wird kann man an der Stelle da auch machen. Ja, und zum anderen Teil deiner Frage, also na klar, wir sprechen natürlich, weil... Also ich bin selbstständig, das heißt, ich habe mein ganzes Frühjahr darauf ausgerichtet, auf Lesereise zu sein und für jede Lesung ein Honorar zu bekommen, das ich jetzt nicht bekomme. Ja. So geht das vielen Autoren eben auch. Der Isaslam, den ich moderiere, ist ja ein Teil meines Einkommens. Der fand jetzt im März auch nicht statt. Schauen wir mal, ob er im April stattfinden kann. Ich tippe nicht. Gibt es da Überlegungen, vielleicht solche Dinge online anzubieten? Weil ich meine, so wie wir es hier jetzt auch versuchen, hier auch nochmal, gell, alle Künstler da draußen... Seid nicht schüchtern, kommt auf uns zu. Wir haben eine Plattform, wir können ein Sprachraum sein, gemeinsam diese Bühne halt zur Verfügung stellen, dass man vielleicht doch mal sagt, so wie du es jetzt gerade gemacht hast, ach, dann lese ich halt noch 3 Seiten weiter, um da halt einfach
auch ja. für euch diese Bühne zu erhalten? Wäre das eine Idee? Oder ja, eine Idee ist gut, es ist nur schwer umzusetzen, weil wir natürlich aus dem gesamten deutschsprachigen Raum auch einladen, dann Hotels buchen müssen. Das heißt, und wenn wir keine Einnahmen generieren, dann können wir diese Fahrtkosten und die Hotels ja auch gar nicht bezahlen. Das heißt, daran scheitert es schon mal in erster Linie organisatorisch. Und dadurch, dass das ja schon ein Event ist, das vom Live-Publikum lebt, das von der direkten Resonanz auf die Texte lebt und auch davon lebt, dass da ja ein Publikum sitzt, das ein Sieger oder eine Siegerin bestimmt. Also das ist ja bei den Slams natürlich sowieso. Genau, ne? Da ist es schwierig, aber für sowas ist es natürlich perfekt. Also freue mich, hier sein zu dürfen und zumindest irgendwie, dass die Leute sehen, das Buch existiert, weil gerade bricht einfach unglaublich viel natürlich weg. Aufmerksamkeit bricht weg, Presse bricht weg. Ja, wir müssen uns jetzt alle ein bisschen beschränken. Umso schöner ist es, wenn man wieder wie früher auch über das gute alte Buch so ein bisschen Reisen antreten kann, auch wenn sie momentan nur gedanklicher Natur sind. Das ist ja trotzdem eine schöne Geschichte. Ja. Was glaubst du, wie wird sich's für eure Branche dann auch weiterhin entwickeln? Ich meine, nochmal, also gelesen wird jetzt, glaube ich, hoffentlich vielleicht noch sogar ein bisschen mehr. Ja, wir hoffen es alle. Es zeichnet sich nicht ganz ab tatsächlich. Also, was ich so höre. Ja, Glaskugel haben wir alle nicht. Genau, ne? Also wir hoffen es natürlich. Es wäre schön. Es ist wirklich schwer zu sagen, weil ich hatte jetzt, wie gesagt, durch das erste Buch auch das Glück, dass es irgendwie ganz gut lief jetzt die letzten Jahre für mich. Das heißt, ich kann dieses, wenn es jetzt nicht ewig dauert, überstehe ich das. Ja. Aber viele Kollegen nicht. Also das heißt, die werden jetzt sich entweder arbeitslos melden müssen, um irgendwie generell so irgendwas zu generieren. Oder die Landesstaatsregierung hat ja Hilfen angeboten und auch schon bereitgestellt. Das heißt, wenn es jetzt wirklich du als Selbstständiger vor dem Existenzminimum stehst und zahlungsunfähig bist, kannst du heute ein Formular ausfüllen und bekommst nächste Woche Geld, ich glaube 5.000 Euro, wenn du keine Mitarbeiter hast. Das stimmt, das habe ich auch so gelesen. Und Lorenz Strasser war ja ganz am Anfang da, wenn ihr das jetzt verpasst haben solltet, nicht gesehen haben solltet, wie auch immer. Der hat auch gesagt, das gilt generell, also seid da nicht schüchtern, die Hilfe des Staates anzunehmen. Denn der hat auch gesagt, der kommt von der gastronomischen Seite, der hat gesagt, das läuft sehr unbürokratisch tatsächlich. Ja, das habe ich auch so gehört, genau. Und also heute gingen, glaube ich, schon die ersten Zahlungen raus. Genau, das heißt, also je früher, bitte, desto besser. Also keine seid da nicht schüchtern und denkt nicht, das ist ein Stigma. Im Moment ist es das absolut gar nicht. Im Gegenteil, es ist im Zweifel sogar notwendig, damit gewisse Dinge auch normal weiterlaufen können. Und Normalität, da sind wir, glaube ich, alle drum bemüht. Ja. Aber Rücksichtnahme gehört auch dazu, Social Distancing. Genau, wir machen das hier, versuchen es einigermaßen vorzuleben. Ungeachtet dessen, auch nochmal ein schöner Hinweis natürlich auch an Kollegen aus der schreibenden Zunft, ne, oder halt Freiberufler, da nicht schüchtern zu sein und sich auch diese Hilfe zu holen, wenn es, holt sie euch. Sind wir alle irgendwann wahrscheinlich darauf angewiesen. Und dann müssen wir das Beste draus machen. Was macht der Autor mit der Krise? Ist das auch wieder, nicht selten ist es ja auch so ein Pool für kreative Ideen dann auch entstehen, weil man Zeit hat. Genau, Langeweile sagt man ja, ist halt so ein Motor für Kreativität. Bist du vielleicht schon an was Neuem dran? Es gibt Ideen, aber wie gesagt, das Buch ist jetzt wirklich vor ein paar Tagen erschienen und ich habe bis kurz vor Schluss auch daran gearbeitet mit dem Verlag und dem Lektor und das ist dann einfach, wenn du 3,5 Jahre an sowas gearbeitet hast, dann ist so Bist Distanz auch... Bist du da auch erstmal ausgebrannt oder so ein bisschen... Ja, doch, also klar, ich habe wirklich nichts anderes gemacht, als 3,5 Jahre mich dem zu verschreiben und dem zu widmen und weil es auch so für mich ein wichtiges Thema ist, ne? Also diesen Leuten einfach eine Stimme zu geben, die keine haben in dem Fall. Ich bin auch davon überzeugt, dass das Romane noch können, also dass Geschichten eben genau das können. Also ich kann dir jetzt natürlich sagen, 17.000 Menschen fehlen im Libanon, aber was sollst du mit dieser Zahl anfangen? Ja, damit, so funktioniert ja auch der Mensch, dass wir, wenn wir erst eine Zahl hören, ich erinnere mich auch der Tsunami beispielsweise, so und so viele Hunderttausende Tote wird erst dann greifbar, wenn wir ein Gesicht dazu haben. Genau, ne? Ein Gesicht oder eine Geschichte eben. Hat, glaube ich, auch mit unserem Überlebensinstinkt zu tun, weil wenn wir das nicht so machen würden, das ausblenden könnten, dann würden wir uns ein Erdloch graben. Wahrscheinlich. Ich meine, vielleicht auch ein bisschen mit Abstumpfung über die Nachrichten und so weiter, aber als Schutzmechanismus, damit man sich nicht eingräbt. Also das, glaube ich, ist schon wichtig. Du bist jetzt erstmal fertig mit diesem Thema. Eine Frage, die sicher jeden Schüler interessiert, wenn die Frage danach kommt, was hat sich der Autor dabei gedacht? Wie viel von dir steckt da drin? Ja, ich glaube, also niemand wird behaupten können, der schreibt, dass das nichts mit ihm zu tun hat. Ich versuche es mal so zu erklären. Also wenn du das Buch liest und du hast das Gefühl, du bist in Beirut und du riechst
nimmst die Gerüche, dieser Straßenhändler war und das Hupen der Autos, ganz genau. Und du siehst das vor dir, dann kann ich das beschreiben, weil ich es selbst erlebt habe. Ja, also, und das bin ich in diesem Buch. Aber wenn du die Geschichte dieser Figur liest, diese Figur bin nicht ich, sondern das ist ein anderer Mensch, den ich eben mir ausdenke, in den ich viel projiziere. Das heißt, dieses Buch ist voller Gerüche, Geschmäcker, Eindrücke, die ich beschreiben kann, weil ich sie erlebt habe. Und deswegen, natürlich bin ich in diesem Buch. Und wenn da du eine gewisse Wut spürst über bestimmte politische Situationen, dann ist das auch meine Wut. Ja, also so vielleicht. Aber trotzdem, die Dinge, die passieren, also ein Abenteuer wird erlebt oder ein Rätsel, das gelöst gehört, das sind nicht meine Rätsel und also nichts aus meinem Leben. Und, aber man kann für die Schüler da draußen sagen, der Autor findet da einfach statt, weil du hast ja die Wörter ausgewählt, du hast es erlebt, in diesem Fall. Ja, genau. Also gut, grundsätzlich war schon damals in der Schule der Fall, wünsche ich mir immer, der Autor würde eine weniger Rolle spielen in der Analyse eines Romans, als er es tut. Aber jetzt mal ehrlich, hast du diese Frage auch immer so lustig gefunden? Weil auch, ich meine, so wir absurd. Können ihn ja nicht fragen. Ne? Genau, auch so also absurd. Ich kann dich jetzt fragen, Gott sei Dank. Ja. Aber ich kann dir irgendwas erzählen. Aber bei der Romananalyse oder Gedichtanalyse fand ich es immer total witzig, wo ich mir dachte, ja, der Einzige, der es wissen kann, ist Goethe, aber der ist tot. Was mache ich jetzt damit? Ja, und ehrlich gesagt, so viel verselbstständigt sich auch beim Schreiben, dass es vielleicht nicht mal Goethe dann sagen. Also vielleicht auch ich, ne? Vielleicht bräuchte ich nochmal 2 Jahre Abstand, um dann wirklich dir zu etwas konkreter zu antworten, weil so viel passiert ja spontan. Das heißt, ich nehme mir was vor, was zu schreiben, und beim Schreiben passiert, es ist auch da, wieder sind wir da, es ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber geplant, du sagst zu der Figur, du gehst jetzt nach links und dann sagt die Figur, ich gehe nach rechts, und dann gehst du halt mit und guckst, was passiert, und dann hast du was geschrieben, was du eigentlich gar nicht geplant hast, aber es passt perfekt in die Geschichte, und das sind so diese magischen Momente beim Schreiben, die selten passieren, aber wenn sie passieren, sind sie irgendwie besonders. Und also wo du wirklich in so dieser kreative Flow, so heißt. Ja, ja, da wachst du dann auf und denkst, okay, wo ist die Zeit hin und wie ist das passiert? Leider ist es nicht der Standard, sondern der Standard ist, da zu sitzen und Stunden zu brauchen, um das erste Wort zu finden, bis du wieder da bist, wo du gestern aufgehört hast. Ich muss so lachen, weil ich war mal beim Hannes Ringelstädter, und da war Jan Weiler, der hat ja dieses Maria im Schmeckt's nicht doch geschrieben, und der hat nämlich auch mal gesagt, so, stellt euch das nicht so schön romantisch vor, also ich sitze da schon da, genauso wie du das beschrieben hast, mit viel Struktur und Disziplin, die da einfach notwendig ist, damit am Ende 400 Seiten rauskommen. Ja. Lässt du da nochmal jemanden dann auch drüber schauen eigentlich? Ja, klar. Also es ist nicht so, dass ich dann jemandem gebe und sage, wie findest du das, sondern das nicht, sondern natürlich habe ich einen Lektor, das ist der normale Arbeitsprozess. Das heißt, du schreibst einen Roman, entweder schreibst du ihn fertig, du schreibst ihn zuerst fertig und dann bekommst du einen Verlagsvertrag und dann liest ihn jemand im Verlag und macht Anregungen, oder wie in meinem Fall, weil es mein zweites Buch ist, du hast erst den Vertrag für ein zweites Buch, beginnst dann zu schreiben. Ja, und wenn du dann genug Strecke hast, dann sagst du, ich gebe dir das jetzt mal zum Lesen, und dann sagt er dir seine Einschätzung und so weiter. Aber und am Schluss wird natürlich redigiert, das heißt nochmal wirklich auch auf Logikfehler hingeschaut. So ein Lektor hat nochmal einen ganz eigenen Blick auf so einen Roman, das heißt, der schaut, dem fallen dann Dinge auf. Also der sagt dann das Vier-Augen-Prinzip einfach, du, die Figur, genau, die war eigentlich da schon im Café gesessen, oder was macht die dann? Genau, oder du sagst auf Seite 7, der hat grüne Augen, auf Seite 240 hat er braune Augen, das müssen wir, entscheide dich, also das fällt ihm dann auf. Also sowieso jemand beim Film, der dann so im Hintergrund sagt, die Uhr zeigt irgendwie 10 Uhr an in der einen Szene, und dann Continuity ganz heißt genau, es, glaube ich, beim Film, genau, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das stimmt, ja. Und also so wirklich die kleinen Feinheiten, die du beim Schreiben gar nicht alle im Blick behast, weil ja so viel dann auch bei so einem Buch, so viel Handlungsstränge und so viel Fäden. Ja, du hast ja auch viele Figuren, oder? Ja. Also wie entwickelt man so eine Figur? Weil es ist ja langweilig, wenn von Anfang an, was stelle ich mir vor, langweilig, wenn die von Anfang an klar ist, ist der Bösewicht oder so. Ja. Also die brauchen ja wahrscheinlich auch so wie sie bei brauchen Facetten. Genau, oder? Also im Idealfall, man sagt, die sollen dreidimensional sein. Ja, also auch in Serien wünschen wir uns das. Das ist ja irgendwie so, deswegen sind so Serien wie Breaking Bad oder so ja so interessant, weil die Figuren auch moralisch nicht ideal sind, sondern die sind fragwürdig manchmal. So wie das Batman-Phänomen, nicht richtig gut, aber auch nicht böse. Genau, also man möchte Gutes, aber muss vielleicht Böses tun, um dahin zu kommen. Also so dieses, also aber macht man sich dann so, setzt man sich hin und sagt, so, ich habe jetzt den Hassan, ich weiß ja nicht, was das für ein Name ist, ich weiß gemein. Hamim, echt? Aber ich habe dann den, und dann gibst du denen Charaktereigenschaften, oder machst du da so eine Mappe, oder wie macht man sowas?
Da geht's, also arbeitet jeder bestimmt anders. Ich schreibe jetzt keinen Lebenslauf vorher, sondern ich frage mich, überlege mir halt. Ja. Lebenslauf einreichen und dann abgeben, oder? Genau, nee, es gibt dann eher, also so, ich überlege mir halt, wie ist er sozialisiert, also wie redet der vielleicht, weil das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Auch seine Sprache, die er, oder wenn er, ist ja ein Ich-Erzähler in dem Fall. Das heißt, die Art und Weise, wie er seine Welt wahrnimmt und beschreibt, sagt ja auch viel über ihn aus. Also ist er beschreibt er die Dinge vielleicht auf eine poetische Art und Weise, dann ist er vielleicht sensibler oder nicht. Also das sagt ja dann auch viel aus, oder wie seine Sprache. Das heißt, solche Gedanken mache ich mir und versuche dann eben auch über die Sprache so kennenzulernen. Und es gibt eine Freundschaftsgeschichte in dem Buch, also er hat so einen gleichaltrigen Freund, beide sind 13 Jahre alt. Und eben spielt 1994 in diesem da noch vom Krieg zerstörten Beirut. Also der Krieg ist schon vorbei, aber die Stadt ist noch zerstört und natürlich ist sie auf eine Art für zwei 13-jährige Jungs auch ein Abenteuerspielplatz. Aber sein Freund ist eben auf eine Art auch geheimnisvoller, weil der hat den Bürgerkrieg erlebt, im Gegensatz zum Erzähler, der nach Beirut kommt, als der Krieg erst schon vorbei ist. Und da gibt es auch eben Momente der Irritation. Da gibt eine Szene, in der sie beiden in so eine Ruine laufen und das Radio anschalten und Musik hören. Und, dann warum hast du da zwei 13-Jährige ausgewählt? Hat das einen bestimmten Grund? Ja, also das Buch hat also umspannt mehrere Jahrzehnte. Das heißt, der Ich-Erzähler schreibt seine Geschichte im Jahr 2011 auf. Da ist er Anfang, Mitte 30. Aber er erinnert sich an das Jahr 1994 und genau, schreibt er sozusagen die Erinnerung an das Jahr 1994 auf und das Buch kommt dann aber in der Gegenwart wieder an am Ende. Und diese Kindheitsperspektive war mir einfach total wichtig. Das heißt, du hast einen Ich-Erzähler, der dir beschreibt, wie er als 13-Jähriger in diese Stadt kommt und auch gar nicht versteht, ja, was hier passiert sein muss, um die Stadt so aussehen zu lassen, um die Menschen so verschlossen sein zu lassen. Und das kannst war du am schwer besten, für dich, wieder eine Kinderbrille aufzusetzen? Irgendwie nicht so war sehr. War schön? Ja, war schön, ja. Was hat dir da besonders gefallen? Ja, es ist natürlich so diese Rätselhaftigkeit. Also ich finde Kindheit oder Jugend generell einfach total spannend. Ich frage mich ganz oft, also wie viel von dem, der wir heute sind, verdanken wir dem, was uns in unserer Jugend geprägt hat. Ja? Also natürlich werden wir fortlaufend geprägt von dem, was es uns gibt. Aber ich glaube, ganz viel passiert eben natürlich in Kindheit und Jugend und die Menschen, die uns verletzen oder die wir lieben, oder, also all das begleitet uns oder macht uns, prägt uns ganz stark, glaube ich, und auf Jahre hin. Und 13 ist ja natürlich super spannend. Du bist irgendwie, du willst eigentlich kein Kind mehr sein, bist aber auch noch nicht wirklich jugendlich. Erwachsen, ja. Oder erwachsen schon gar nicht. Also es ist genau so ein Schwellenalter, in dem ganz viel passiert mit dir selbst, aber auch mit der, wie du die Welt wahrnimmst. Und das hat mich so gereizt. Und andererseits eben auch so eine Figur zu haben, die du vor ein Rätsel stellen kannst und die diese Neugier dann eben auch hat, dieses Rätsel lösen zu wollen. Und, ja, und da ist die kindliche Neugier wahrscheinlich wirklich mit das Allerbeste, weil wir Erwachsenen dann doch immer ganz oft irgendwie so pragmatisch die Dinge betrachten und uns nicht mehr so leicht verzaubern lassen. Vielleicht ist es auch wieder ein ganz schöner Anreiz, dass wir jetzt mal so ein bisschen wieder trotz der Krise die Zeit nutzen, auch zu träumen, so ein ganz klein bisschen, auch bei den ernsten Themen. Finde ich mega spannend. Ich muss jetzt noch gerade ein bisschen schauen, wo ist Tommy? Tommy, wie sind wir denn in der Zeit? Ganz gut. Ganz gut. Wir machen das ja hier alles so auf Zuruf mit unserer Sicherheitsdistanz. Haben wir noch ein bisschen? 9 Minuten hätten wir noch, doch, das finde ich super. Ja. Also wir haben jetzt schon ganz viel über diese Geschichte gehört. Hast du da auch mit deinen Eltern drüber gesprochen? Weil die haben ja dann wahrscheinlich auch das bewusster natürlich mitgekriegt als du. Ja, klar. Das ist auch ganz spannend, weil mein Vater gar nicht über den Bürgerkrieg spricht. Das heißt überhaupt nicht. Nee, ich habe das nie geschafft, da durchzudringen. Der war 18, als der losging. Das heißt, also ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ihn da geprägt hat oder so, oder auch was er erlebt hat. Also was ich viel weiß, ist eben von meiner Mutter, ja, die dann eben so erzählt hat. Die haben in einer Schule gearbeitet zusammen. Ist denn beide Lehrer oder? Mein Vater ist Sozialpädagoge. Okay. Das ist auch keine klassische Schule. Es ist eher so ein Internat, das sozial benachteiligten Kindern da eine Chance gibt und es ist auch konfessionell gemischt, das heißt im Libanon die Schulen sind in der Regel christlich auf oder muslimisch geteilt, also und die Schule nicht, das heißt muslimische und christliche Kinder zusammen. Also einfach komplett grenzenlos. Genau. Und
Und die Schule wurde vor vielen Jahrzehnten von einem deutschen Pfarrer gegründet. Und deswegen hat die eine lange Tradition von Menschen, die aus Deutschland kommen, um dort ein paar Jahre zu arbeiten, ja, und so mitzuarbeiten. Und da haben die sich kennengelernt. Und was meine Mutter eben schon erzählt hat, sind so Nächte, die sie dann mit den Schülern in den Schutzkeller mussten. Und wenn sie dann am nächsten Tag auf den Schulhof sind, lagen da irgendwie ein abgestürzter Hubschrauber oder sowas oder abgeschossene Hubschrauber und solche Dinge. Also so das, was ich so an Schnipseln vom Bürgerkrieg mitbekommen habe, weiß ich hauptsächlich von meiner Mutter. Und die hat natürlich viel erzählt. Ich habe dann auch viel mit Habt ihr da noch irgendwie Bezug, Freunde? Ja klar, also die ganze Familie väterlicherseits ist ja im Libanon. Das heißt, ich habe Cousins, die gleich alt sind. Ja. Meine Großmutter ist dort noch und so habe ich natürlich eine enge Beziehung zu dem Land. Bin auch oft dort, als Kind öfter, aber vor anderthalb Jahren. Sprechen die mit dir darüber oder ist es nur deine Mutter, die da... Eigentlich die Mutter hauptsächlich, ja. Ist auch interessant, ne? Also Verdrängung und wie das da so funktioniert. Und dein Vater, der hüllt sich da komplett... Ja, es ist aber auch jetzt, ich habe seit Jahren es auch nicht mehr gebohrt tatsächlich. Also das ist irgendwann so für mich angenommen. Wie hat dann deine Familie auf so ein Buch reagiert? Weil das kann ja auch... Um Zweifel für die schwierig sein, wenn sie daran erinnert werden, oder? Ja, aber da müssen die dann durch. Also das ist halt nicht meine Aufgabe, da Rücksicht zu nehmen, sondern eben das zu erzählen, was erzählt gehört. Und die mochten das aber sehr. Also mein Vater mochte das erste Buch sehr, meine Mutter auch. Mein Vater lebt ja gar nicht mehr in Deutschland, sondern lebt gerade in Abu Dhabi. Das heißt, ich muss es ihm erst noch schicken. Okay. Es ist ganz frisch erschienen, das heißt, ich muss es ihm jetzt erst noch schicken. Er hat es noch nicht gelesen, aber meine Mutter hat es gelesen und mochte es auch sehr. Und, ist es für dich wichtig? Es freut mich auf jeden Fall, ja. Ja. Na klar, ich meine, wenn man was macht und die Eltern sind stolz auf einen, wen freut es nicht? Hast du dann schon früh angefangen, dich für dieses Thema zu interessieren? Oder hast du da, haben deine Eltern oder deine Mutter im Speziellen dir da schon früh was auch drüber erzählt? Weil es ist ja ein Teil deiner Geschichte. Ja, aber erstaunlicherweise habe ich das nie so wirklich für mich angenommen als fruchtbar betrachtet, wenn es ums Schreiben geht, sondern eher so... Also ich habe mit 16 versucht, einen Roman zu schreiben. Über was? Ja. Jetzt kommt. Das ist ein dunkles Geheimnis. Das liest sich halt, natürlich hast du mit 16 noch nicht, du scheiterst automatisch, wenn du versuchst, einen Roman zu schreiben. Der liest sich einfach wie eine Mischung aus allen Romanen und allen Filmen, die ich bis dahin je gesehen hatte, weil ich keine eigene Geschichte hatte. Ich wollte einfach nur, du merkst, da will jemand einen Roman schreiben, weil er gerne Romane liest, aber nee, weil er irgendwas zu erzählen hätte. Und das hat einfach gedauert, bis... Hattest du einen Titel damals gehabt? Boah, ich weiß gar nicht mehr, ob das einen Titel hatte. Ich weiß aber, es liegt in der Schublade, aber ganz unten. Ich muss mal gucken. Das wäre doch jetzt was für dich. Ja. Da könntest du auf deiner Internetseite oder Homepage könntest du mal gucken, meine ersten Schreibversuche. Ja, es ist auch... Ich bin ja damals sogar dann in so einen Laden gerannt und habe das mit meiner Mutter binden lassen, weil ich wollte natürlich irgendwie auch ein Buch haben. Aber es ist halt scheußlich geworden. Das ist wirklich schlimm. Also es ist echt so eine Jugendsünde. Ich würde jetzt zu gerne wissen, was du da geschrieben hast. Es spielt natürlich in Amerika, weil die meisten Filme, die du schaust oder Bücher, die du da liest, spielen in Amerika und es ist irgendeine Actiongeschichte. Es ist totaler Quatsch, tatsächlich. Also, es ist, aber ein schönes Beispiel dafür, für früh übt sich, wer ein Meister ist. Ja, unbedingt. Also ich will auch gar niemanden entmutigen, sondern das ist ja ein Prozess. Also das ist ja mit allem so. Ich meine, das erste Buch ist jetzt 4 Jahre alt und selbst diese 4 Jahre, finde ich, merkt man jetzt hier in diesem Buch auch eine Entwicklung an. Was man, glaube ich, bei solchen Sachen auch nicht vergessen darf, egal ob es kreative Arbeit ist oder nicht, das weiß ich auch von meiner Arbeit im Journalismus oder Berichterstattung, der erste Beitrag, der hat halt einfach ewig gedauert, bis du die Wörter hattest und irgendwann hat man sich da so ein Rüstzeug an die Hand geholt. Ja. So wie du sagst, wie du deine Figuren entwickelst. Mhm. Ne? Dann weißt du ja, wie du... deine Figuren entwickelst. Also da ist, auch wenn man es nicht angreifen kann, nicht haptisch ist, man hat ja doch irgendwie so eine Art Rüstzeug an der Hand und ist dann effektiver vielleicht noch als mit 16, wo die Action-Szene in Amerika war und der Terminator wahrscheinlich aus der Ecke kam genau und so ungefähr, gegen das Laserschwert von Darth Vader gekämpft hat. Ja. Ging es in die Richtung? Ja, also Darth Vader kam nicht vor, aber es ging schon so, es war schon echt unangenehm. Ach komm, wir haben doch alle solche komischen Sünden. Ja klar, es ist mir auch nicht wirklich peinlich. Aber ich hatte eine Schülerband, wir haben Songs geschrieben. Die willst du heute auch nicht mehr anhören. Ja, vielleicht tauschen wir mal. Und die Texte auch nicht. Weißt du, das war dann so klassisch, Hauptsache es reimt sich, everybody, everywhere, put your hands up in the air. Ja. Super. Ja, ich ganz große Kunst. Ja. Ja, also.
Ja, da genau. War Hyper dagegen tatsächlich literarisch wertvoll, glaube ich. Und so ist es halt mit meinen Eltern oder mit dem Schreiben einfach auch gewesen, sondern also es war ein Prozess von, ich würde sagen, ich kann es sogar ziemlich genau festmachen, 2015 ungefähr, als diese Flüchtlingsthematik halt in Deutschland auch so groß wurde, weil ich da erst kapiert habe, dass ihr auch mal geflüchtet seid. Genau, also ich war da noch nicht geboren, 82, als meine Eltern geflohen sind, ja. Sondern aber im Grunde, ich wäre im Libanon geboren, hätten sie nicht fliehen müssen. Weil das hat bei uns ja zu Hause nie wirklich eine Rolle gespielt. Die haben sich jetzt nie als Flüchtlinge betrachtet, auch weil meine Mutter natürlich Deutsche ist. Das ist eine ganz andere Situation, als die meisten Flüchtlinge sie heute erleben. Das heißt, es waren andere Voraussetzungen, andere Sozialisierung auch irgendwie. Aber trotzdem, für meinen Vater sozusagen, war das ja ein kompletter Heimatverlust. Also nach Deutschland zu kommen und Sprache neu zu lernen, wegen eines Krieges nicht mehr dorthin zu können, wo er geboren wurde und aufgewachsen ist. Aber so richtig realisiert habe ich das erst eben 2015. Und ich glaube, so fing das dann eben an, zu sagen, ja, vielleicht ist die Geschichte, die ich schreiben sollte, auch wenn es nicht meine biografische Geschichte ist, vielleicht die Geschichte, die am nächsten an mir dran ist. Ja, aber es gehört ja zu deinem Leben mit dazu. Ganz genau, also es ist ja Teil deiner Familiengeschichte letzten Endes. Genau. Ne? Aber es ist ja auch spannend, dass man erst da manchmal so Impulse von außen braucht, oder? Weil klar, du bist damit aufgewachsen, für dich war es total normal. Genau, es ist halt so selbstverständlich, dass du gar nicht es als große Geschichte begreifst, sondern es ist halt dein Leben. Und, Und da ist halt dann wahrscheinlich der Unterschied, vorher so gesagt, die Neugier des Kindes. Als Erwachsener begreift man dann vielleicht so das eine oder andere erstmal so richtig, weil es halt einfach komplex ist. Ne? Ja. Wie deine Figuren, alles nicht eindimensional. Genau. Pierre, es hat mich wahnsinnig gefreut. Gleichfalls, danke. Also sehr, sehr spannendes Buch, wie ich finde, ein Lied für die Vermissten. Ich werde es mir auf alle Fälle reinziehen, weil ich finde, du hast mir da echt sehr viel Lust, will ich nicht sagen, weil es ist ein ernstes Thema, aber doch, du hast mich neugierig gemacht. Es war auch sehr schön, mich mit dir darüber zu unterhalten. Ich drücke dir natürlich die Daumen. Danke auch für die Tipps an die Selbstständigen hier in jede Kamera. Alles Gute dabei. Schön, dass du bei uns warst. Danke für die Einladung. Wir schließen auch diesen Blog wieder mit einer kleinen Runde Hände waschen und dann haben wir noch ein bisschen was für euch. Pierre, kann man irgendwo auf der Homepage bei dir irgendwo noch mehr Infos finden? Möchtest du den Leuten noch was sagen? Machen wir danach Hände waschen? Ach, dann machen wir fliegenden Wechsel, machen wir zum Schluss Hände waschen. Gut. Auf der Homepage jetzt nicht unbedingt, aber ihr könnt das Buch natürlich, ihr findet es im Internet, ihr findet es in jeder Buchhandlung. Ich freue mich, wenn ihr es lest, wenn ihr es lesen möchtet. Und ansonsten, kommt gut durch die Tage, mehr kann ich auch nicht sagen, als bleibt gesund und haltet Abstand. Haltet Abstand und wir schaffen das.